Liebe Leute, Civ 6, 27. Oktober 2024. Hallo YouTube, hallo Twitch und wir haben genau 600 Leute, die gerade live dabei sind und einige mehr später auf YouTube. Ich freue mich immer tierisch, wenn ich sehe, dass diese 1-Stunden-Videos, die ich von den Streams auf YouTube hochschaufle, dass die, wir sind ja mittlerweile im Midgame drin, vierstellige Zuschauerzahlen bringen, stabil. Das macht mir große Freude, weil ich das Gefühl habe, es kommt an. Ich ist nicht nur auf Twitch, sondern auch auf YouTube irgendwie nicht so im luftleeren Raum. Große spannende Frage. Wie kommen wir an mehr Annehmlichkeiten? Weil wir sind unmittelbar davor, dass der Stadtstatus von zufrieden auf Unzufriedenheit absinkt. Und dann haben wir überall alle möglichen Probleme bei diversen Ressourcen. Da wird keine Stadt rebellieren, aber man will es gerne vermeiden. Und dafür bräuchten wir, sagen wir mal im Schnitt, wir sind überall bei plus minus null, eine Annehmlichkeit mehr. Wir haben keine Möglichkeit, die kurzfristig zu bekommen durch bestimmte Modernisierungen, durch Wasserpark ausbauen oder durch Unterhaltungsdistrikt ausbauen. Das geht alles nicht. Das können wir bekommen in 3 Runden. Wenn wir in 3 Runden mit Geld das Aquarium kaufen. In 3 Runden ist das Riesenrad fertig. Es kostet 1440, oh Gott, das geht vielleicht in 5 Runden oder in 6. Dann hätten wir für, ich glaube, 7 Städte, glaube ich, 7 oder 8, sie, ja, 8. Für 8 Städte jeweils eine Annehmlichkeit mehr. Also 2 Bürger werden jeweils zufriedener und das würde erstmal für den Start reichen. Allerdings, großes Thema bei uns ist, wir halten ja Haus mit dem Geld. Wir wollen unbedingt die große Persönlichkeit James Watt bekommen. Weil den wollen wir kombinieren mit dem Weltwunder, mit dem Mausoleum von Halikarnassos. Und wenn wir das dann kombinieren, Details lasse ich mal weg, hätten alle unsere Fabriken 4 Produktionen mehr. Die würden wir dann auch in die Nachbarstädte rüberschicken. Und das wird uns beim Kultursieg immens helfen, weil wir Franzosen mit Katharina den Kultursieg nicht nur, aber auf starke Weise erreichen über Hoffeste, die man in Städten schnell durchführen kann, wenn man viel Produktion hat. Ja, deshalb bei allen Vorschlägen, die kommen, wir müssen im Auge behalten, James Watt, den müssen wir bekommen. Und bei James Watt haben wir halt 13 Punkte im Augenblick. Andere liegen mit uns so etwa gleich auf. Und glauben, wenn wir nicht genug haben, um zu kaufen, bleibt übrig Gold. Und Gold wird, das kann sein, dass wir dann irgendwann mal 3000 oder so ausgeben müssen. Und deshalb sollten wir eigentlich nichts kaufen. Wir sollten jetzt kein Geld ausgeben. Das wäre mit dem Feuer gespielt. Das heißt, am besten wäre das über Politikkarten auszugleichen. Und da hätten wir, also im Nachhinein bereue ich es total, dass ich nicht bei der Monarchie geblieben bin, sonst hätten wir gar keine Probleme. Dann hätten wir nämlich 2 grüne Karten hier, sondern wir hätten nur 1 grünen Kartenslot. Dann könnte ich diesen doofen, charismatischen Anführer rausschmeißen. Und dann hätten wir einen roten Kartenplatz mehr. Dann nehmen wir die Karte Gefolge in jeder Stadt mit Garnison. 1 Annehmlichkeit mehr. Haken dahinter. Wir könnten wieder zurückwechseln, hätten wir allerdings ein paar Runden lang Anarchie. Das habe ich noch nie gezeigt und ich möchte es auch nicht zeigen. Das ist nicht empfehlenswert. Wir könnten zur Theokratie wechseln. Ich gebe es mal als das ist ein ganz unkonventioneller Gedanke jetzt. Ja? Weil haben wir die Theokratie einmal, dann können wir nicht mehr nur zur Monarchie nicht zurück, sondern auch zur Handelsrepublik nicht mehr zurück. Dann müssen wir hoffen, möglichst schnell die Demokratie oder den Kommunismus zu bekommen. Faschismus hilft uns nicht. Und wo die sind, wissen wir nicht. Das wird eine Weile dauern. Hätten wir die Theokratie, dann würden diese beiden Bonusse hier uns nichts bringen. Die beiden. Es ging nur um das Kartenset. Und wir hätten die coolen Bonusse hier verloren. Ja? Aber es wäre nur, weil ich den Fehler mit der ich gehe weg von der Monarchie gemacht habe. Das wäre die simpelste Möglichkeit, weil dann hätten wir sofort den grünen Slot weg und könnten das alles fixen. Sagen wir mal, das ist unser Notplan, ja? Den nenne ich hier mal Notfallplan. Den behalten wir mal im Hinterkopf. Das wäre deshalb auch sehr unkonventionell, weil wir keine Regierung und weil wir keine Religion haben. Also etwas absurd von der Immersion her. Wir haben keine Religion und sagen, wir führen die Herrschaft der Theokraten, der Pfaffen ein. Das wäre schon sehr, 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 sehr witzig irgendwo. Also, jetzt versuchen wir die Politikkarten. Die beiden müssen leider drin bleiben, um die kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wir könnten rausschmeißen, die hier oder die hier.
Denn die Karten, die Annehmlichkeiten bringen, ist entweder eine Joker-Karte, nämlich die hier unten, alle Städte mit einem Bezirk, und das sind alle, also fast alle, glaube ich, oder alle? Fast alle, nicht alle. Ich glaube, eine nicht. Ich glaube, nur eine nicht, bekommen eine Annehmlichkeit. Die könnten wir nur hier einsetzen. Dann würden wir James Watt später bekommen. Allerdings nur 10 Runden lang, also bis zur nächsten Forschung in 8 Runden Urbanisierung. Wir könnten auch jederzeit wechseln zwischendurch und für eine Runde zum Beispiel den diplomatischen Dienst machen, dann wieder Politikkartenwechsel, weil wir können ja in 5 oder 6 Runden das Aquarium kaufen. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit. Wir pushen 6, 7 Runden lang nicht James Watt und nehmen die Karte rein mit den Annehmlichkeiten. Das nenne ich mal den Plan 2. Der Plan 1 war der Plan der Theokratie. Der Plan 2 ist Erfindungsgeist hier unten raus und die Karte rein, die dir eine Annehmlichkeit gibt. Jetzt kommt Plan Nummer 3. Plan Nummer 3 besteht darin, dass wir den Nachbarschaftsbonus für die Industriebezirke rausschmeißen, die wir uns gerade so verguckt haben. Wir haben so viele gebaut oder gerade fertig gebaut. Das ist schon schade. Und dann würden wir dort oben reinnehmen, die Militärkarte, die halt jeder Stadt mit Garnison, die Bedienstete, nicht die Gefolge, die Bedienstetenkarte, die eine Annehmlichkeit gibt. Ja, und das wäre doof, all weniger Produktion, aber wir hätten das James-Watt-Problem nicht. Das wäre Plan 3. Spontan würde ich sagen, das Ganze ist ja zeitlich befristet für 6 Runden oder so, bis wir dann das Aquarium kaufen können, dass wir so lange auf die Handwerksgesellen verzichten und Plan 3 nehmen. Das wäre mein Vorschlag. Jetzt wird im Chat ein Plan 4 vorgeschlagen. Eventuell könnte er so Suzerän werden in Buenos Aires. Ja, euch auch. Frohe Ostern. Alles frohe Ostern auch euch hier. Buenos Aires ist hier unten. Dafür bräuchten wir 7 Gesandte. 8 haben wir. 3 haben wir hier. 4 reinpacken. Das geht. Dann würden unsere Bonusressourcen wie Luxusressourcen geben und bieten eine Annehmlichkeit pro Art. Jetzt muss ich mich kurz daran erinnern, was das bedeutet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die deutsche Übersetzung ist immer so ein Thema für sich. Ich glaube, das bedeutet, dass jede Stadt mit einer Bonusressource eine Annehmlichkeit. Also es bedeutet, glaube ich, nicht, dass jeder... Gott, was ist eine Art? Heißt es dann die Bananen? Wenn irgendwo eine Banane ist, gibt es eine Annehmlichkeit, aber 2 Bananen geben nicht mehr. Oder bedeutet das nur, dass Städte, in denen überhaupt eine Bonusressource ist, dass die eine Annehmlichkeit mehr bekommen? Ich glaube letzteres, ne? Wer weiß das? Stadt Muskate würde Annehmlichkeiten geben. Ja, aber nur wenn Handelszentrum, Bezirk, wir haben gar keinen. Ich klicke einmal auf F5 und ich glaube, der Buenos Aires Plan könnte der spannendste sein, aber wenn ich keine Ahnung, ich wusste das mal, wir hatten das mal ausprobiert, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Hier steht im Chat, jede einzigartige Bonusressource pro Stadt gibt eine Annehmlichkeit. Das verstehe ich leider auch nicht. Was ist denn jeder eine einzige? Also du meinst, wenn eine Stadt, sagen wir mal, wie hier vorne, die haben Bananen und Steine, glaube ich. Bananen und Steine. Dann wären das 2 Annehmlichkeiten. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist nicht so stark. Das wäre auch echt heftig. Ich glaube, das funktioniert anders. Ich glaube, das heißt nur, jede Stadt, die überhaupt eine Bonusressource hat, befürchte ich. North Bowman wiederholt einfach nur die deutsche Übersetzung. Jede Art gibt eine Annehmlichkeit. Ja, das habe ich gerade vorgelesen. Die Frage ist, was bedeutet das, mein Lü... Paris würde 3 Annehmlichkeiten bedeuten. Also nach meiner Erinnerung hatten wir das, weil Reis auch noch da ist. Nach meiner Erinnerung hatte ich mal behauptet, es wäre so. Und dann hatten wir es ausprobiert und es war nicht so. Weil es war irgendwie anders. Wir haben einmal mit F5 abgespeichert. Jetzt und jetzt testen wir das mal. Im Augenblick haben wir in Paris wie viele Annehmlichkeiten? 7. Ja, okay, die können auch wieder vom Programm hin und her geschoben werden. Im Augenblick sind wir überall bei plus minus 1. Fast überall. Ich hole uns mal den Status hier. Wurde noch nicht übernommen. Da müssen wir erstmal eine Runde weitergehen. Ich gehe mal eine Runde weiter.
Wir lassen die Politikkarten so, wie sie sind im Augenblick, gehen eine Runde weiter. Ich hatte abgespeichert. Ich darf wieder zurückgehen im Notfall. Einmal weiter. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Zwei Zeitalterpunkte. Achtung! Jetzt wird's spannend. Wir gucken uns den Stadtstatus an. In 3 Sekunden, in 2 Sekunden, in 1 Sekunde, in CWB. Klick. Ja, so wie ich gesagt hatte. Es ist nur überall plus eins. Es ist da also so, wie ich es im Kopf hatte, dass es tatsächlich nur so ist. Die deutsche Übersetzung ist wirklich doof, dass wenn man das Bon, also Bonusressourcen gelten als eine Art. Also nicht die einzelne Bonusressource ist eine Art Bananen, Steine, Reis, sondern Bonusressourcen. Ja, und wenn eine Stadt, sagen wir mal, 5 Reis hat und 3 Bananen und 1725 Steine vorkommen, dann gilt das als eine Bonusressource und gibt eine Annehmlichkeit. Also das ist echt schräg, ne? Aber es hilft uns jetzt. Wir haben nur allerdings nur noch 4 übrig und wir müssen unbedingt, jetzt haben wir 3 statt 3, die für uns wichtig sind, und ob wir dort überall so reinbleiben können, ob wir das schaffen, wir werden es mal versuchen. Aber das ist echt eine krasse Übersetzung hier, ne? Und nochmal die herzliche Bitte, wenn ihr mir in Zukunft was schreibt, wie das funktioniert, schreibt bitte dazu, ob ihr das wisst oder ob ihr das glaubt. Ja, weil eben, ich habe nicht im Einzelfall nachgefragt, da klang es so, ja, ich bin mal sicher, so und so funktioniert das. Und es funktioniert ja nicht so. Das heißt, wenn man nur glaubt, wie es ist, bitte in den Chat reinschreiben. Jetzt könnten wir hier vorne noch einmal ein Sägewerk anschließen. Aber das bringt in der nächsten Runde auch einen coolen Platz. Das hier unten bringt nicht so viel. Das machen wir auch einmal. Viper Sepp, danke. 1,5 Jahre Abo und Treue. Grüße an Sepp. Danke dir. Und wieder eine Runde weiter. Das geht ja schnell. Runde 201. Politikkarten blieben so, wie sie sind. Stadtstatus. Ich bin doch immer wieder neugierig. Bleibt auch, wie er ist. Es geht Richtung Urbanisierung und da ist gleich das Riesenrad da. Nach der Fabrik. Ja. Wie sieht es aus bei der großen Persönlichkeit? Bei James Watt? Unverändert. Wir hoffen mal das Beste. Eine Runde weiter. Ah, North Bowman meint, eventuell es wäre doch so, dass Bananen, Reis und so weiter, dass die als eine Annehmlichkeit gelten, aber die würden halt nur jeweils, nee, das kann nicht sein. Dann, das wären viel mehr. Also das wäre dann eine Annehmlichkeit für 4 Städte, meinst du? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann hätten wir viel mehr als die plus 1 Grad gehabt. Ein Ausbruch. Ah, die Mine, die müssen wir reparieren. Ein Zeitalterpunkt. Paris wächst. 15 Bürger. Inspiration für die Urbanisierung in 3 Runden da. Dann Wohnviertel baubar. Hier gründen wir gleich unsere Stadt. Ich hätte irgendwo ein Sägewerk nicht gebaut. Ja, aber jetzt. Achso, du meinst, ich hätte das hier oben nicht gebaute Sägewerk? Doch, da ist eins. Eine Runde weiter. Als goldene Zeitalter. 9 Runden, 7 Runden, 9 Punkte. Ich sehe es nicht. Armer Regenbogen. WB macht mich schwindelig so schnell, wie er spielt. Tut mir so leid. Kohlemine reparieren geht leider nicht. Ich glaube, da war kein Handwerker, Snoop Dogg. Wir gucken mal, wir wollten gleich nochmal welche bauen. Handwerker. Nochmal gehen Dinge kaputt. Aber das Industriegebiet ist intakt, oder? Die Fabrik wurde geplündert. Wie doof ist das denn?
Dann ziehen wir den Staudamm durch, damit wir das nicht nochmal haben. Ne, wir reparieren erst die Fabrik. Die gibt ja drumherum so viel Produktion. Ein Kohleschiff für Zeitalterpunkte. Ja, aber wir kommen. Es gibt einzelne Quellen für Zeitalterpunkte, die wir uns holen könnten. Aber in Summe können wir nicht binnen 6 Runden noch 7 uns holen. Also, falls es unter euch Leute gibt, die glauben, das geht, WB, wir können dir auflisten, wie du mit folgenden Aktionen ohne Geld auszugeben, weil das Geld sparen wird James Watt. Geld ausgeben gilt nicht. Das ist Fusch. Geld müssen wir sammeln. Also, wenn ohne Geld ausgeben es möglich ist, binnen 6 Runden 7 Punkte zu bekommen, dann bitte in den Chat reinschreiben. Chateaus haben wir schon viele gebaut, ja. Da ist das Riesenrad. Jetzt können wir das bauen oder kaufen. Selbes Problem wie eben. Das Aquarium 7 Runden. Also wenn wir das mit James Watt ernst nehmen, dann bauen wir das Aquarium. Das macht in 8 Städten die Leute, gibt in 8 Städten jeweils eine Annehmlichkeit. Da ist die Fabrik. Kohlekraftwerk. Bauen wir ebenfalls. Nachbarschaftsbonus kann man dann nachher verdoppeln. Archäologisches Museum fertig. Dann bitte den Archäologen. Teuer aber geht. In 13 Runden. Mittlerweile haben wir so viel Produktion. Es zahlt sich jetzt aus, dass wir die Dinge auch bauen können und nicht nur kaufen müssen. Werkstatt ist da. Archäologe 9 Runden. Oder Alternative, die Fabrik bauen. Aber die Fabrik, ich glaube, der bekommt von dem Industriegebiet hier unten 9 Felder weit. Das reicht niemals bis hierhin. Das heißt, damit der die Produktion bekommt, muss der selber die Fabrik bauen. Ich würde mit den Archäologen erstmal anfangen. Dann haben wir hier vorne einmal den Handwerker, der im Augenblick gar nichts machen kann. Ja, 7 Meteoriten suchen, ja. Ja, ist ja alles gut, aber sag mir mal, wie ich diese Dinge schaffen soll, in 5 oder in 6 Runden ohne Geld auszugeben. Wie Archäologen kaufen, Archäologe losziehen, ganz viele Zeitalterpunkte suchen, der rast irgendwie hin und her, vielleicht wird der gebeamt, man weiß es nicht. Wie soll ich das ohne Geld auszugeben alles machen? Also einzelne, ich habe all diese einzelnen Ideen auch. Aber wie soll das in Summe ohne Geld auszugeben hier die 7 Punkte in 6 Runden bringen? Ja, gar nicht, danke. Denn die sagt's mal einer. Der Broadway wurde gebaut. Das ist ein bisschen doof. Damit hätten wir was gut anfangen können. Vive la France, das gibt uns auch mal 2 weitere lokale Annehmlichkeiten hier. Das sieht alles gut aus im Augenblick. Wieder eine Runde weiter. Es sei ein Handwerker reparieren. Mine in Sacré-Cœur sei einer. Ich gehe mal gucken. Danke. Wir müssen, North Bowman schreibt, wir müssten zuerst das Mausoleum bauen, damit der Handwerk, der James Watt, seine zweite Ladung bekommt. Das ist nicht nötig. Also bestehende große Ingenieure bekommen auch im nachträglich die extra Ladung, nachdem das Mausoleum danach gebaut worden ist. Der darf nur nicht aufgelöst sein schon. Aber solange es den gibt, mit mindestens einer Aktion, gilt das rückwirkend. Da kommt die Plantage hin. Jetzt ziehen wir mal den Handwerker hier raus. Hier vorne rein. Da ist ein Handwerker, der ein Nickerchen macht. Deshalb nicht mal North Bowman, sondern damit wir ihn schnell einsetzen können. Du würdest ihn gerne bauen hier oben statt des Archäologen. Ja, also den Archäologen willst du rausnehmen, weil du sagst, der ist noch nicht so wichtig und stattdessen lieber das Weltwunder bauen. In 9 Runden. Damit wir ihn dann schnell einsetzen können. Und du machst dir Sorge, dass der James Watt eventuell zu früh da ist und dann nicht sofort eingesetzt. Ich glaube, wir brauchen noch lange, bis wir den haben. 19 Punkte mittlerweile pro Runde.
Es wird dann eine ganze Weile dauern, bis wir den haben. Also ich verstehe den Gedankengang, aber ich empfinde das gerade noch nur nicht so als hektisch. Wir gucken mal, ob irgendwo das Weltwunder vor uns vor der Nase weggeschnappt werden kann. Das wäre ein Kriterium für mich. Wird noch nirgendwo gebaut. Wir wollten das hier vorne, glaube ich, bauen. Nee, das wird auf Land gebaut. Dann müssten wir hier 4 Produktionen kaputt machen oder die fette Weizenressource und das Bauernhofdreieck. Haut mich beides im Augenblick noch nicht vom Hocker. Dann könnte man das bauen hier neben dem Theaterplatz, hier vorne hin. Nee, das muss neben dem Hafen stehen, ne? Oder wie war das nochmal? Auf Land neben dem Hafen. Da, wo der Theaterplatz geplant war. Auch nicht. Dann Krabbsüzette-Check. Da können wir es machen. Da wollten wir eventuell einen Theaterplatz hinsetzen. Eine Weizenressource entfernen wäre möglich. Hier vorne, da ist der Hafen noch gar nicht da. Das macht mir im Augenblick zu viel kaputt. Das bauen wir später. Tut mir leid. Jetzt gründen wir die nächste Stadt, Leute. Gleich hier vorne. Eine Runde weiter. Dürre. Noch ein Weltwunder gebaut. Alhambra. In eine Runde kommen die Wohnviertel. Gucken noch mal, ob wir irgendjemanden strategische Ressourcen andrehen können. Nein, keinem. Eins weiter bitte. 5 Runden noch. Speedy fragt, ich könnte ja Geld pro Runde abgeben und eintauschen gegen Direktgeld für den Kauf von dem James Watt. Ja, die Idee finde ich an für sich brauchbar. Also können wir machen. Ist absolut keine doofe Idee. Das Schöne wie auch das Hässliche. Nur es läuft halt 30 Runden. Das ist für mich immer nur eine Notlösung, weil unterm Strich hat man ja mehr davon, wenn man es länger laufen lässt. Und ich glaube, wir unterschätzen das noch. Oder wie lange das dauert, bis wir den James Watt bekommen können. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld sein. Luxusressourcen haben wir eben alle verkauft. Oder meinst du, wir haben die einen Gewürze gerade neu angeschlossen und könnten die neu bauen? Das kann ich gerne mal checken hier. So, jetzt können wir Wohnviertel bauen. Die geben umso mehr Wohnraum. Das sind Bezirke. Desto mehr Anziehungskraft da ist. Und es wird im Chat gesagt, wir hätten noch einmal die Gewürze doppelt jetzt. Wir könnten die nochmal verkaufen und gucken mal, wem wir die andrehen könnten. Das ist ein guter Hinweis. 10 Gold, 30 Runden lang an Bathür. Ich soll ein paar Industrieprojekte einstellen. Das können wir auch machen. Lass uns mal auf Nummer sicher gehen und wir suchen mal, das geht in Städten mit Industriegebiet. Das ist hier die Werkstatt. Danach könnten wir wechseln in das Industriegebiet Logistik. Liefert Energie. Energie bedeutet auch, dass die Fabrik dann voll läuft. Nach Vollendung große Ingenieurspunkte. Die Fabrik schließen wir ab, danach machen wir damit weiter. Dann hier vorne der Staudamm. Der wird repariert. Ne, der wird gebaut. Industriegebiet ist da. Nach Bau des Staudamms Industriegebiet Logistik. Ich weiß gar nicht, ob wir den langen hier unten noch brauchen. Doch, wir lassen den mal. Da bin ich mir nicht so sicher. Wo haben wir sonst Industriegebiete fertig? Wer weiß denn, wie viel auf normaler Geschwindigkeit ein abgeschlossenes Industriegebiet-Projekt an großen Ingenieurspunkten bringt? Wer weiß das? Weil das habe ich hier lange nicht mehr gemacht. Hier vorne können wir eins machen. In Messier-Chérie ebenfalls. Und in Mont Blanc in einer Runde. Okay. Hier vorne steht das Kohlekraftwerk. Das klippt nur einen kleinen Bonus. Da ziehen wir das einmal vor.
Was glaubt ihr, wie viele große, oder nicht glaubt, was wisst ihr, wie viele große Ingenieurspunkte dabei entstehen? Ziehen wir den mal vor. Ja. Und dann noch eine. Ich vermute mal, dass wir den dann hier nicht mehr brauchen nachher. Nächste Ausrichtung. Nach der Urbanisierung. Hallo Pupantia. Nein, du musst erst die YouTube-Videos gucken. Gut, schön, dass du da bist. Ich zeig dir nicht die Karte. Ja? Du musst erst im Chat schreiben, dass du nicht mehr im Chat bist. Ja? Wenn du das geschrieben hast, spiele ich weiter auf der Karte. Alle anderen, wir müssen kurz warten, bis Pupantia in den Chat geschrieben hat, WB, ich bin nicht mehr im Chat da. Ich kann nicht mehr gespoilert werden. Vorher kann ich nicht weiterspielen. Wir müssen alle mal kurz bitte auf Pupantia warten. Alle bitte einen Moment lang auf Pupantia warten, bis Pupantia schreibt, WB, du kannst weitermachen. Tatsächlich, coole Rechenaktion gerade im Chat. Also, wer hat es gerade rausbekommen? Wer war es auf Twitch? Es war Zwergestern. Danke an die Zwergeltern. Ein Industrieprojekt bringt so viele große Persönlichkeiten wie 22% der investierten Produktion. Ein Projekt kostet hier jeweils 203 Produktionen. 22% sind um die 45. Ich glaube, 5 Projekte hatten wir oder eingeplant oder bringen um die 230 Punkte. 161 haben wir, 420 brauchen wir. Das klappt doch. Und wir bekommen noch 19 pro Runde dazu. Guter Hinweis von unserem Bogenschützen. Super cool. Schwarmintelligenz hat zugeschlagen. Danke euch. So tun wir das. So machen wir das. Das heißt, ja, gut, zauberhaft. Wenn ich euch nicht hätte. Ich würde nur klug wirken, aber nicht klug sein. Jetzt geht es weiter mit Wohngebiete können wir bauen, Nationalismus. Und dann gucken wir weiter. Die Plantage ist entstanden. Hier vorne könnten wir im dritten Ring einmal die Steine uns so anschließen. Ja, wenn ich wäre, wenn wir und WB, schreibt Nordbomben. Zauberhaft formuliert. Dann geht es hier vorne rein mit... Ah, hier gründen wir die neue Stadt. Und spendieren der hier unten die Trüffelressource, glaube ich, ne? Oder erstmal Eisen, erstmal Trüffel. Eine Runde weiter. Wir könnten die Politikkarten wechseln. Machen wir das? Nee, ne? Nee. Bleibt alles wie gehabt. Alles gut so. Eins weiter, schnell. Und ich glaube, hier war noch eine Werkstatt im Bau. Die gibt gleich auch noch große Ingenieurspunkte. Auch über die Karte nochmal extra. Happy Day! Danke für 7. Abo an Happy Day. Nordfriese. Erstes Abo überhaupt hier. Blumen aus dem Chat. Richtung Nordfriese. Schön, dass du dich uns anschließt. Danke dir. Rindharz hat gecheert. Grüße an Rindharz. Danke. Und noch was Nettes geschrieben. Danke dir. Nächste Produktion hier vorne. Industriegebiete. Brauchen wir denn überhaupt noch? Sollen wir noch ein Projekt durchführen? Auf Verdacht. Ach. Machen wir mal. Die Werkstatt würde 6 Runden dauern. Komm, wir machen das. Danach machen wir mit der Werkstatt weiter hier. Meint ihr, wir brauchen... Wie viele Projekte haben wir denn jetzt? Einmal kurz in den Überblick reingucken, bitte. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ja, ich hatte behauptet 5, ne? Wir haben nur 4. Dann... haben wir ja weniger als ich dachte. Dann wie viele brauche, dann würde ich doch noch ein 5. irgendwo reinschummeln, ne? Wir brauchen noch, was schreibst du? Ein Industriegebiet ohne Werkstatt, weil das ja auch ein Nebeneffekt ist von James Watt, dass er Werkstätten reinzaubert. Du hast völlig recht. Dann lassen wir hier vorne
die Werkstatt weg, machen hier das, in die, in das Industriegebiet. Oh lala, hier kommen Feinde. Allerdings stehen die nicht bei uns. Dann haben wir... Die Werkstatt wird natürlich durchgezogen. Dann hinken wir danach. Die Industriegebiet Logistik hinten dran. Stadtmauern hätte ich verdammt gerne hier. Solange wir den Stahl noch nicht haben. Das ist gerade etwas komisch. Staudamm, dann bitte... Noch einmal Industriegebiet Logistik ist schon eingezeichnet. Aquarium, Industriegebiet ist nicht da. Da ist eins drin. Da ist die Uni und kein Industriegebiet vorhanden. Da ist die Logistik drin. Das war es hier vorne. War, glaube ich, auch kein Industriegebiet vorhanden. So, lassen wir es mal durchlaufen. Einmal Kohlemine reparieren. Ich sollte hier unten aufräumen bei den Barbaren. Ja, könnte ich machen, weil Garnison kann auch der hier machen. Ein Handwerker möchte bei den Barbaren befreit werden. Wie viele Aktionen hat er? Das sieht man so nicht. Stadtgründung. Eine Stadtgründung. Letzte Stadt, die wir vermutlich im Laufe dieser Partie gründen werden. Namensvorschläge bitte. Ich weiß es, natürlich. Es ist die letzte Stadt. Und wofür stehen wir Franzosen? Für Mode. Und brülle ich euch gerade an? Jawohl. Und deshalb kann diese Stadt, weil ich gerade nur brülle, weil wir auf Mode stehen, weil es die letzte Stadt ist, nur wie heißen? Le dernier cri, diese Stadt ist der letzte Schrei, der letzte Schick. Echt, passt perfekt. Ich habe euch angeschnauzt und angebrüllt. Es ist die letzte Stadt und es ist trashig. Es ist, also ein Stück Paris lebt hier vorne auch noch. Wunderbar. Nachdem wir das geklärt haben, bin ich der Einzige, der diese Idee hatte? Ich bin schockiert. Bin echt schockiert. Allerdings bin ich auch der Einzige, der gerade gebrüllt hat. Alle anderen dürfen das nicht, weil Chatmods sonst schimpfen. Stadtmauer ist jetzt Quatsch. Wir können einen Bezirk bauen. Der Kollege, welchen bauen wir? Ja, Campus, Produktion, Also wir bauen natürlich einen Bezirk, weil Gebäude können wir kaufen. Puh, was soll man denn machen? Crème Brûlée, ja, das hätte auch gegangen. WB brüllt. Also Campus, Theaterplatz. Theoretisch Hafen für Produktion, aber die Produktion ist ja nur Mittel zum Zweck, um dann weiterzubauen. Die Stadt entsteht so spät, ich würde einen letzten Campus hier reinhauen. 88 Runden, Theaterplatz auch. Ich würde einfach hier noch einen Campus platzieren und dann war's das. Vierer Nachbarschaftsbonus. Gibt eventuell, wenn wir ein goldenes Zeitalter bekommen, ja auch noch... Produktion in Höhe des Nachbarschaftsbonus. Wir werden die Campuskarte drin haben und die haben wir fast alle immer drin. Die den Bonus verdoppelt, bekommt die Stadt dadurch, wenn wir in einem goldenen Zeitalter sind, gleich 8 Produktionen mehr. Das reicht völlig aus. Und wir müssen gleich hier eine Handelsroute auch reinschicken, natürlich. Oh, ich habe beim vorletzten Mal euch einen Namen versprochen und nicht gehalten, meint Lepard, und zwar Grande Rande. Na, dann müsst ihr vielleicht doch noch eine Stadt gründen. Wir könnten mit dem rausgehen, allerdings hat er gerade eine lokale Annehmlichkeit und der kommt hier nicht durch. Da wollen wir, glaube ich, gucken. Der müsste einen Umweg laufen. Ein Jagdlager, bitte. Seit kurzem geben Plantagen ja einen Nahrungspunkt mehr. Wie ist der Stand bei den Zeitalterpunkten, wird gefragt. Oh lala. 6 Punkte brauchen wir, 2 Runden noch da. Geld.
Könnten wir jetzt ausgeben, aber jetzt ist zu. Okay, ich speichere. Ich ziehe erstmal alles andere und dann denken wir mal weiter nach. Bevor ich auf eine Runde weiterklicke, speichere ich einmal ab. Weil wir haben jetzt beschlossen, dass wir den Kollegen James Watt bekommen über Projekte in Städten. Das heißt, wir könnten 1416 Gold verjubeln für irgendwas, was uns 6 Zeitalterpunkte bringt. Dinge, die wir jetzt kaufen. Was könnte das sein? Seht ihr Möglichkeiten, 6 Zeitalterpunkte zu erkaufen? So viel Gold ist nicht da. Also es ist Gold da, aber es ist nicht so viel Gold für sowas da. 2 Schiffe zum Beispiel kaufen, wird das irgendwas bringen? Und das, was sind die billigsten Schiffe, die wir haben? 960, also ein Kohleschiff, ein Panzerschiff, geht nicht. Geht nicht. Wir haben schon, ist nicht möglich. Ja, ja, oh la la, genau. Also ich sehe jetzt gerade nichts. Irgendwo so Zeren werden, so spät im Spiel, da war überall schon mal jemand zu Zeren. Armada erstellen mit einer großen Persönlichkeit, das können wir machen. Wir könnten mit Santa Cruz, wir könnten hier ein Schiff kaufen, eine Karavelle, und nächste Runde mit ihm eine Armada machen. Allerdings hätten wir ihn dann verschwendet an der Karavelle. Oder eine Fregatte. Eine Fregatte, Salpeterschiff. Freibeuter. Fregatte oder Freibeuter kaufen und daraus eine Armada machen, bringt Zeitalterpunkte. Aber wie viel? Eine Pferdeeinheit haben wir noch keine. Das ist ein guter Hinweis. Ich hatte ja gerade abgespeichert. Also wenn wir einen Ritter kaufen würden, das kleinste, was wir haben, ja 880 Gold. Also wir bräuchten für einen Ritter und eine Karavelle 2200. Da es die erste Armada ist, sollten es 2 Zeitalterpunkte sein. Ja, aber uns fehlen 6. Und in 2 Runden, also 2 Rundenwechsel, wahrscheinlich nur noch einer, ne? Ritter ist Eisen und kein Pferd. Das wird immer schlimmer. Also wir knicken es mal. Wir knicken es mal. Kriegen wir nicht hin. Läuft nicht. Wir haben übrigens 157 Kultur. Wie das mit dir? Bist du noch da? Du hast so lange nichts mehr geschrieben. Falls, oder ist der Matze da mittlerweile? Auch nicht, ne? Chat noch da? Hallo? Hat einer von euch nochmal die Zusammenfassung der Abstimmung, der Kanalwette von eben? Ein Zeitalterpunkt, toll. Damit eine Maschine reibungslos und vorhersehbar läuft, müssen ihre Teile allgemeingültig und ersetzbar sein. Infanterie können wir nicht machen, wir haben kein Öl. Jetzt haben wir in vielen Städten, in einer Stadt mehr Produktion, nämlich hier vorne, hier haben wir 3 Weiden. Oh. Ja. Einmal rüber und guten Tag sagen. Nächste Forschung. Ich habe schon ein Schiff. Haben wir schon ein Schiff? Wir hatten mal Admiräle. Wir hatten gewasserte Einheiten. Hatten wir mal ein Schiff und das ist versenkt worden? Wird behauptet gerade von Alpha. Also ich kann mich jetzt spontan nur an große Persönlichkeiten erinnern und an gewasserte Einheiten. Wo soll das Schiff denn sein? Also in den Städten steht keines? Dann wäre es versenkt worden. Ich hätte mal eine Galeere. Wir hatten mal eine Galeere und die ist gestorben, glaube ich, ne? Also an irgendeiner Kinderkrankheit. War nicht geimpft, ich weiß es nicht. Forschungslabore bauen, das hilft uns extrem. Stufe 2 Allianz sollten wir auch in Kürze haben. Panzerabwehrmannschaft bin ich ein Riesenfan von. Da geht's hin. Da ist das Öl. Über Umweg hier unten lang. Erstmal Chemie bitte. Gegen die Barbaren verloren. Mit einer... Ja, stimmt.
Hans Zuckerbein, wir hatten die Galeere oder wir hatten ein Schiff in eine Stadt reingestellt und die Stadt ist ja, die habe ich verlegt, die ist verloren gegangen, genau. Und da ist das Schiff bei drauf gegangen. So, was ist das nächste Feld? Man weiß es nicht, Eisen oder Kupfer. Wir lassen den mal hier stehen und warten ab. Eine Runde weiter. Weltkongress kommt in Kürze. Große Zeitalterpunkte. Oh lala. 226, 24 haben wir diese Runde produziert. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Projekt durchgelaufen. Oder? Nee, die Hoffeste sind mittlerweile auch möglich. Aber schweineteuer. Nee, wir hatten noch kein Industriegebiet Logistik, glaube ich, abgeschlossen. Die kommen alle noch. Ja, wir Exxon Valdez, es geht jetzt Richtung Barbaren guten Tag sagen. Ganz genau. Der Handwerker macht ein Nickerchen. Eine Runde weiter. Was passiert hier vorne? In dem Augenblick, wo wir über Schiffe diskutieren. Ich will ja echt keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber ich bin mir so sicher. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass da irgendwo Leute sitzen bei Firaxis Games, die wissen, wo kommen die Sibber hin in Deutschland, wenn die auf Twitch irgendwo unterwegs sind, in der Regel zu WB. Und den jagen wir. Dem geben wir irgendwie in seinen Account rein irgendwelche Events, die dazu passen, worüber der junge Mann gerade im Chat geredet hat. Wir haben ellenlang, das ist im Ernst, also könnt ihr euch irgendeine andere Erklärung dafür einfallen lassen? Erzählt mir nichts von Zufall, im Ernst. Der Erste, der im Chat reinschreibt, das ist der Zufall. Okay, wir wollen mit Andersdenkenden korrekt umgehen, den stellt ihr bitte an den Pranger. Also es kann ja kein, also Zufälle gibt es ja bekanntlich nicht, weiß ich ganz genau. Mein Sternzeichen ist Fische, sowas fühle ich intuitiv. Insofern, das kann nur eine Verschwörung sein, wir wurden gehackt. Oh, Buenos Aires feuert... Oh, Lana. Sondersitzung des Weltkongresses. Die wollen das sicher jetzt öffentlich diffamieren, dass der Praktikant bei Firaxis Games sich bei uns reingehackt hat. Sehr anständig. Aber wer hat denn die Sondersitzung ausgelöst? Wahrscheinlich derselbe Praktikant wieder. Ich wette, das ist irgendwas, was für uns schlecht ist. Badieu helfen. Das ist Ablenkung. Der Praktikant lenkt uns ab. Ja, Badieu soll geholfen werden. Alle helfen Badieu. Bin ich auch für. Badieu ist okay. Die wirbelt immer so elegant mit dem Speer. Neues Zeitalter. Leider kein güldenes. Fast alle waren dafür, behaupte ich mal. Und wir schenken der Bathieu, die Leute nehmen alle dran teil, mal ein Goldstück. Ja? Das von Herzen kommt. Die kleinen Geschenke lösen oft die größten Gefühle aus, wenn sie von Herzen kommen. Und dieses Geschenk hier, also 100 wird nicht von Herzen kommen, das wird aus der Schatztruhe kommen. Aber ein Gold, da steckt Liebe drin. Das ist wie wenn man... Wenn die Kinder den Erwachsenen auf ihrem Geburtstag schenken, dass sie ihnen ein Gedicht aufsagen oder dass sie ihnen ein Gedicht gemalt haben oder ein Gesicht auftragen. Ja? Damit machen Kinder den Erwachsenen eine Freude auf ihrem. Und sowas ist auch, wenn ich ihr ein Goldstück schenke. Das heißt sowas wie, du bist mein Goldstück. Sowas bedeutet das im Prinzip. Ja? Einmal überreichen bitte. Ja, und falls ihr euch fragt, wie hat der junge Mann einst Gabis Herz gewonnen? Mit einem Goldstück. So. Eventuell reicht das hier schon. Für 2 Diplomatie-Siegpunkte. Widmung wählen. Niemand hat ein goldenes Zeitalter. Hedwig, unsere Nachbarin, nur ein dunkles. Alle anderen ein normales. Wieder alles doof. Mit anderen Worten, Herzschlag des Dampfes nehmen wir. Aber das ist das Einzige, das nicht total doof ist. Das bedeutet, deutsche Übersetzung ist mal wieder ein bisschen zwei- oder mehrdeutig. Jedes Gebäude, das man erforscht und
Also jedes Gebäude, das wir bauen und das freigeschaltet ist durch eine Forschung im Industriezeitalter oder einer kommenden Epoche. Ja? Jedes Gebäude, das wir dadurch freigeschaltet haben, ne, und das wir jetzt bauen in den nächsten Runden, das gibt uns einen Zeitalterpunkt. Ein Zap. Man sollte echt so ein Lexikon mal schreiben, ne? Süffdeutsch-Deutsch. Oder? So wie Deutsch-Englisch. Süffdeutsch-Deutsch oder wie, ich weiß nicht was. So, Stadtmauern wurden gebaut. Wie sieht's aus beim Thema... Oh lala. Ja, wir nähern uns James Watt. Den kriegen wir. Das schaffen wir. Wir bauen nochmal Industriegebiet. Logistik brauchen wir auch gar nicht, glaube ich. Es sind genug noch drin, ne? Ja, 4 sind unterwegs und werden in 2 Runden fertig. Das wird schon irgendwie klappen. Als nächstes bauen wir die Fabrik. Wir bekommen den Fabrikbonus von hier. Das heißt, die Produktion brauchen wir gar nicht unbedingt. Die Fabrik hier pusht uns schon. Die müssen wir nicht extra bauen. Wenn wir allerdings haben wir irgendwann hier einen großen Nachbarschaftsbonus für ein Kohlekraftwerk, wenn wir hier auch den Staudamm gebaut hätten. Und das Aquädukt, die wir beide noch nicht gebaut haben. Dann lass uns doch hier mit Campus oder mit Theaterplatz weitermachen. 3 Nachbarschaftsbonus für Campus, weil daneben ein Riff. Hafen wurde noch nicht gebaut. Unbedingt. Wohnraum und Produktion durch die Schiffswerft. Das muss sein. 3 Nachbarschaftsbonus mit Politikkarte bedeutet das 6 Produktion durch Schiffswerften. Uni ist da. So war nicht so langsam hier auch mal den ein Unterhaltungsdistrikt hier hinbauen, um den Theaterplatz zu boosten. Und das geht wie schnell? 6 Runden. Machen wir, ne? Dann haben wir mal einen. Ach, der Archäologe muss ja auch noch gebaut werden. Fangen wir mit dem mal an hier. Dann, puff, puff. Ja, Hafen wäre auch eine Möglichkeit gegeben, aber lass uns das mal so rummachen, dämonischer. Da ist die Uni. Demnächst brauchen wir Handwerker noch nicht. Hier wollten wir roden für den Theaterplatz. Nachbarschaftsbonus ist 0. Ein Dreier, wenn wir hier den hier wollten wir den zentralen Unterhaltungsdistrikt reinbauen, der super viele Städte mit Annehmlichkeiten boostet. Einmal Modernisierung wegmachen. Jetzt können wir den setzen. Oder wir setzen ihn in das nächste Runde und entfernen vorher noch die Maisressource. Die gibt uns aber nicht viel Gold. Ich glaube 60 oder 80 oder so, ne? Wir können eine Runde lang die mittelalterliche Mauer nochmal anbauen hier. Just for fun. So, kriegen wir den? Ja, ein weiterer Handwerker bitte. Der Schwertkämpfer hat tatsächlich überlebt. Hat sich hinter den Bäumchen versteckt oder wie auch immer. Krass. Musketier war's. Purple Tentacle, vielen Dank fürs 6. Abo. Halbes Jahr dabei. Schönes, kleines, allererstes Jubiläum hier. Danke dir. Ah, wieder sind die taucht wieder auf. Liebe Grüße an David. Kannst du mir nochmal den Stand reinposten mit der Kanalwette, was du da dir notiert hattest, wie die Verteilung der Ergebnisse war. Bin gerade furchtbar neugierig, mir super lieb. Abstimmungsbeginn Weltkongress. Erstmal, wir sind für eine Weltausstellung. Das bedeutet, dass diejenigen, die meisten großen Persönlichkeitspunkte generieren, eine fette persönliche Belohnung bekommen. Danke, David. Und wir haben im Augenblick wie viel? An Forschung 157 und damit hätten gewonnen. Oh Gott. Wenn ich über 160 komme, dann hätte die Mehrheit gewonnen. 45% aller Punkte, 30 Leute stehen dahinter. Okay. Und wir haben noch wie lange? Mal gucken.
Dann müssen wir jemanden wählen, hier oben. Jemand gewinnt oder bekommt zwei Diplomatie-Siegpunkte. Spielen wir auf Diplomatie-Sieg? Nö. Liegt irgendjemand beim Diplomatie-Sieg dick vorne? Auch nö. Nee, das stimmt wahrscheinlich für sich selber. Und gibt sich selber, wünscht sich selber eine Stimme. Wir haben sechs. Wir pokern mal. Ich gebe mir mal zwei. Ich stimme mal mit zwei Stimmen für Katharina. Eine Stimme gebe ich extra. Und wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir dadurch drei Diplomatie-Siegpunkte. Den zwei dadurch, dass wir gewonnen haben, und der eine, weil diese Abstimmung auch die siegreiche war. Dann bekommt man auch immer einen Punkt. Mit ein bisschen Glück könnte das drei Punkte geben. Glaubt ihr, dass andere auch Diplomatie, dass andere auch Gunstpunkte reinstecken? Oder glaubt ihr, wir sind die Einzigen? Glaubt ihr, ich schaffe das mit zwei Stimmen? Bitte mal Feedback geben. Eine Regierungsform enthält einen Joker-Politikplatz. Ah, das ist jetzt so geraten. Verliert einen ist doof. Irgendjemand bekommt eine. Aber wer? Chat ist sich nicht sicher. Welche Regierungsform soll eine bekommen? Also, die anderen sind teilweise schon weiterentwickelt als wir, ne? Und das kann man hier unten ganz gut sehen. Sehr weit, die sind alle schon im Atomzeitalter. Und wir sind hier unten im Industriezeitalter. In der Moderne ist Hedwig. Sagen wir mal, was ist die fortschrittlichste Regierungsform, die die meisten Leute nehmen, eine Stufe weiter? Also jetzt nicht in unserer Stufe hier, in der wir gerade noch rumkrebsen. Also in der Stufe hier, sondern die hier. Ich würde sagen Demokratie. Ich denke Demokratie. Weil ich würde meine Gunst ungern raushauen, um die Handelsrepublik zu pushen. Wird sich gerade gewünscht von North Bowman. Das ist mir viel zu unsicher. Ich könnte mir vorstellen, wir verlieren Gunst ohne Ende. Ohne ein sicheres Ergebnis. Ich würde eher so wie die meisten anderen auf Demokratie abstimmen. Im Handelsbildschirm können wir die Regierung überprüfen. Sehr gute Idee. Und das geht Handelsrepublik. Sehr schön. Der nächste bitte. Kommunismus. Die Polen. Als ob der eiserne Vorhang noch da wäre. Saladin, die Theokratie. Warum gucken wir überhaupt nach? Kleopatra auch die Theokratie. Und die Kree auch den Kommunismus. Einmal Handelsrepublik, zweimal Kommunismus, zweimal Theokratie. Und wer hat die meisten Gunstpunkte? Gibt es irgendjemanden, der dickführend ist? Ja, wir. Also, den Kommunismus finde ich auch okay. Es könnte mir auch helfen. Ja, dann versuchen wir es mal mit der Handelsrepublik. Ja? Ziel wählen: Handelsrepublik. Und wie viele Stimmen stecken wir rein? Drei. Jede weitere kostet ja immens mehr, aber die ersten gehen ja noch. Vier. 60 Gunst reinhauen für vier Stimmen. Wahrscheinlich für nichts, aber wir können es mal machen. Wie viel? Schreibt eine Zahl rein, Chat. Wie viel soll ich? Nicht alles. Wie viele Stimmen hättet ihr gerne realistischerweise und nachher nicht meckern, wenn die verloren gehen? Wie viele Stimmen für die Handelsrepublik? Wie viele? Das gilt dann 30 Runden lang. 782. Eine. 8957. 9886. 118. 66. Also das ist auf jeden Fall zu wenig. Wir machen mal 7. 210 von 461. 280. Sollen wir 8 Stimmen reinstecken? Sollen wir 8 Stimmen reinstecken? Heiliger Bulle, hilf! Sollen wir das machen? 8 Stimmen mal rein. Für die Handelsrepublik, und dann müssten wir, irgendwo fehlt noch was. Da ist noch ein Vorschlag, über den ich nicht abgestimmt habe.
Da oben noch. Ob jemand Groll verliert oder mehr Groll generiert. Wie stimmen die Leute meistens ab? Ich glaube, in der Regel stimmen die ab, dass jemand mehr Groll generiert. Und da bin ich mal für Saladin. Okay? Ja? Einmal so. Ist das okay so? Saladin, ich glaube, Saladin, ich weiß nicht, wie viele Leute Saladin kennen, aber wer Saladin kennt, Monsieur Salat, ist ihm auch nicht grün. Obwohl er Monsieur Salat ist. Der Herr Salat. Einmal so. Okay? Alles klar? Einmal abstimmen? Daumen drücken, bitte. Stimmen wir so ab, ja. Zwei Diplomatie-Siegpunkte für uns. Handelsrepublik. 280 Gunst. Hätten wir Allianzzeit verkaufen können. Saladin rollt der Rest der Welt und Weltausstellungen stimmen eh alle für. Und 3 und 2 und 1. Das war zu früh. Das kann nur schief gehen. Handelsrepublik. Poundmaker bekommt die Siegpunkte. Weltkongress wurde angenommen. Und Mathieu erzeugt mehr Gunst. Das Wichtigste ist die Handelsrepublik. Unsere Stimmen haben sich ausgezahlt. Puh, puh, puh. Das war das Wichtigste. Das hier unten war eh nur so eine neckische Spielerei. Wir spielen nicht auf Diplomatie-Sieg. Das war klar, dass das kommt. Und das, die haben ja auch nichts investiert. Handelsrepublik? Guck mal, wie viel die Leute dafür abgestimmt haben. Nein! Schaut euch das mal an, wie knapp die Handelsrepublik vorne lag. 15 Stimmen. In Summe. Die Vietnamesen, Bathieu und wir. Und der Kommunismus lag dahinter mit 13 Punkten und die Theokratie mit 10. Oh lala. Mann, 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 Mann. Hier läuft der Wettbewerb mit der Weltausstellung. Mal gucken, wer da gewinnt. Das können wir nicht manuell beeinflussen. Aquarium ist da und das sollte uns unfassbar viele Annehmlichkeiten gebracht haben. Schnell einmal checken, bitte. Ja, zufrieden mit plus 1 bis 2. Das heißt, wir könnten kurzfristig sogar eine Annehmlichkeit irgendwo rausnehmen. Und hier eine Joker-Karte ist gerade rausgeflogen. Ich weiß gerade nicht. Irgendeine muss sich verabschiedet haben. Wie sieht es aus mit den großen Persönlichkeiten und mit James Watt? Ja, die könnten wir jetzt sogar kaufen mit 1160 Gold oder noch einen Ticken warten. Wenn die KI uns den von der Nase wegschnappt, ärgern wir uns schwarz. Die Cree und die Ägypter, wie viel Geld haben die denn? Und wie viel Glauben haben die? Die haben teilweise extrem viel Glauben. Liebe Leute, wir gehen auf Nummer sicher. Ja, wir gehen ganz... Stimmt, die Joker-Karte haben wir gerade dazu bekommen. Alles klar. Wir kaufen den. Das ist mir zu riskant. Wenn die Glauben ausgeben, dann ärgern wir uns schwarz. Einmal kaufen, bitte. Wunderbar. Jetzt können wir den Jokerplatz noch füllen. Wir gehen im Ausrichtungsbaum über. Da ist die Demokratie. Jetzt haben wir für 30 Runden die Handelsrepublik an der Backe und die Demokratie ist vor unserer Nase und die werden wir gleich haben. Und die stand allerdings auch nicht zur Abstimmung und die hätten wir eh nicht bekommen. Oh Gott, mein Hals schwillt an vor Zorn hier. Echt. Da ist die natürlich holen wir uns gleich die Demokratie. Die hat viel mehr Karten und ist cooler. Mann, wie gut, dass ich mich nicht so schnell aufrege, sonst hätte ich mich jetzt aufgeregt. Forschungslabore, das wäre super cool. Stufe 2er Lanz, müssen wir mal nachgucken. Ich glaube, die haben wir bald. Dann hätten wir ein paar Runden gespart. Forschungslabore geben uns, weil wir in zwei Stadtstaaten, Forschungsstadtstaaten, souterrain sind. Sehr viel Wissenschaft. Wir haben ein zentrales Industriegebiet hier vorne, das auch schon ausgebaut ist. Wunderbar. Die Industriegebiete Logistik können wir noch weiter sammeln oder überall rausschmeißen. Oh. Nikola Tesla ist eigentlich, der boostet Industriegebiete. Kann man machen. Den könnte man sich holen, der ist immer nicht so wichtig. Könnten gucken, ob wir irgendwo so Industriegebiet Logistik, ob wir so Projekte nicht rausnehmen. Wir wollten das Museum von Halikarnassos bauen, was eben beim letzten Mal gucken, noch nicht angebaut war. Wahrscheinlich entweder in die Dessert du Fer, auf dem Feld hier vorne, was irgendwie doof wäre. Oder auf Paris hier, wo der Theaterplatz wegfallen würde oder hier.
wo einmal Weizen wegfällt. Ich glaube, wir hatten einen Staudamm hier vorne schon im Bau und eben mal abgebrochen, oder? Kein geeigneter Standort. Nee, der ist schon gebaut worden. Der ist schon da, den kann man ja mehrfach bauen, wenn man mehrere Flüsse hat. Das heißt, hier gibt es weniger Überschwemmungen. Hier könnte man Aquädukte hinsetzen, damit das Industriegebiet noch mehr Produktion gewinnt oder irgendwas anderes bauen. Der Wasserpark, der hier vorne errichtet worden ist, hat jetzt das Aquarium, verteilte eine Annehmlichkeit, ich glaube, auf 8 Städte, alle Städte gegründet, einschließlich Le Dernier Cri, der letzte Schrei. Alle Städte gebaut, wir sind auf einem guten Weg. Der nächste Schritt wäre dann, Produktion boosten wir gerade sehr erfolgreich. Bei den Naturwissenschaften hinken haben wir ein bisschen nachgelassen. Bald kommt das Hoffest, können wir schon machen, aber ich hätte gerne noch mehr Produktion in allen Städten. Wir brauchen noch mehr Dubletten von Luxusressourcen. Wir müssen alles an Dubletten einkaufen, was es gibt, ab dem Augenblick, wo wir in die Hoffeste reingehen. Und Chateaus können wir mittlerweile bauen. Wir haben auch ein paar schon gebaut, aber uns fehlt noch die Luftfahrt. Die Luftfahrt kommt rein, ich glaube, hier irgendwo in der Moderne. Und wenn wir die haben, dann geben uns die Chateaus auch Tourismus, weil die Kulturerträge wird umgewandelt in Tourismus. Und ab dann sollte man überall halt Chateaus haben, weil die auch die Tourismuserträge auch dann geben, wenn sie nicht bewirtschaftet sind. Zwischendurch vielleicht nochmal eine Unmenge von Handwerkern bauen. Mit Handwerkerkarte ist nicht falsch. Stadtmauern, Stahl ist immer noch nicht da. Wir könnten auch mal zwischendurch alle Städte gebaut, die Stadtmauernkarte rein. Schnell ein paar Mauern bauen, bringt uns gerade keinen aktuellen Vorteil, aber hätten wir das schon mal gemacht, aber eigentlich würde ich gerne die Distrikte weiter ausbauen. Da hätte ich richtig Bock drauf, auch weil die Handelsrepublik da einen kleinen Bonus drauf gibt. Gouverneure schon überall platziert. Wir können eventuell in Paris mittlerweile das nächste Gebäude bauen im Regierungsplatz. Das geht noch nicht. Guter Weg. Wir sind auf einem sehr guten Weg und das Spiel macht unfassbar viel Spaß. Und der nächste Stream mit Civilization 6 ist am Freitag, den 1. November, glaube ich. Bitte mal kurz Feedback aus dem Chat. Ist Freitag der 1. No Freitag auf jeden Fall. 2024 ist, glaube ich, der 1. November ab 19 Uhr. Dann geht's weiter mit dieser Partie und mit dem Safe Game, das er uns gerade erspielt hat.